Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongunz Jakob von den Frakta und ich bin in Civil War 1863. So, das hatte ich jetzt schon häufiger mal Spiele, die im amerikanischen Bürgerkrieg spielen. Bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das auch wieder ein Strategiespiel ist, wenn ich mir den Anbieter so anschaue. Dem hatte ich die Tage Assault on Arnhem. Ich bin mal gespannt, ob das Konföderierte oder Union. Ich habe gewisse Sympathien für die Konföderierten, nicht weil ich für Sklaverei bin, aber darum ging es ja in dem Bürgerkrieg eigentlich gar nicht. Wenn man sich mit der Geschichte mal wirklich beschäftigt und sein Geschichtswissen nicht nur aus zum Beispiel Fackeln im Sturm hat, ähnliche prächtige Fernsehunterhaltung, sondern mal ein echtes Geschichtsbuch anguckt. Ich verlinke euch natürlich auch hier wieder ein paar Buchempfehlungen, auch den einen oder anderen Film, da gibt es nämlich einige sehr schöne. Dann weiß man relativ schnell, da ging es um was ganz anderes und ich habe eine gewisse Sympathie für die Föderierten, weil es eine staatsrechtliche Diskussion überhaupt war, im Sinne vom Unionsvertrag durften eigentlich diese Staaten austreten, wie begründet man das völkerrechtlich und staatsrechtlich und inwieweit war da die Reaktion und war die Reaktion gerechtfertigt. Ich finde es natürlich auch militärhistorisch extrem interessant, militärwissenschaftlich extrem interessant, dieser Konflikt. Also ich habe mich relativ viel damit beschäftigt. Trotzdem würde ich jetzt die Union nehmen, weil ich auch für die Union gewisse Sympathien habe, nicht unbedingt, weil ich Meinung bin, dass die Union im Recht gewesen wäre. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Konföderierten eigentlich im Recht waren. Die haben, es gab eben diverse Diskussionen, ja, es gab drei gewisse Probleme. Es gab eine wirtschaftliche Entwicklung, die für die konföderierten Staaten, also diese Staaten der Konföderation, zunehmend schlechter wurden und es gab keine politische Lösung ab einem bestimmten Punkt mehr. Das Ganze wurde natürlich dann auch aufgeheizt enorm von diversen Demagogen und Gruppen, die da Interesse dran hatten, das weiter aufzuheizen. Und das mündete dann eben in diesen Konflikt bekanntermaßen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die Konföderierten, dass Staaten, die haben das völkerrechtlich das sauber eigentlich losgelöst. Die haben also wirklich sich da an den entsprechenden Rechtsstil gehalten. Die hätten das Recht, meiner Meinung nach, gehabt, sich loszulösen und einen eigenen Staat zu gründen. Dass da das als Krieg dann gelöst wurde, ausgehend dann von der Union, finde ich nicht gerechtfertigt. Ist aber irrelevant. Die Union habe ich gewisse Sympathien, weil die Unionsarmee gerade zu Beginn in weiten Teilen aus deutschen Soldaten bestand, eben aus Auswanderern, die aus zu dem Zeitpunkt hauptsächlich politischen Gründen ausgewandert sind. Wir hatten in Deutschland zu dem Zeitpunkt, also Deutschland gab es ja nicht, aber den deutschsprachigen oder zur deutschen Nation zählenden Staaten massive Unterdrückung und wirtschaftliche und auch politische Bedingungen, die eben sehr viele Leute davon überzeugt haben, dass sie woanders ein besseres Leben führen können. Deshalb haben wir eine ganz massive Auswanderung aus Deutschland, also aus den deutschsprachigen Gebieten im 19. Jahrhundert. Enormer Abfluss, hauptsächlich in die USA bekannterweise, aber auch natürlich nach Brasilien. Deshalb gibt es in Südbrasilien diese enorm große deutsche Minderheit, die auch immer noch vorhanden ist. Die feiern da fröhlich ihr Oktoberfest. Sollte man mal hin. Ich habe schon bei Infrakta mehrmals vorgeschlagen, dass wir vom Clan her da mal hinfahren und die Verwandtschaft dort besuchen. Gerade aus der Gegend, wo ich wohne, sind sehr viele Menschen auch nach Brasilien ausgewandert. Da gibt es auch diverse Vereine, die da Kontakt pflegen und versuchen zu erhalten, mit gegenseitigen Besuchen. Und sehr viele von diesen deutschen Auswanderern, ähnlich wie ihren übrigens, wurden in der Nordstaatenarmee prompt rekrutiert. So ist es zum Beispiel ein Kuriosum, dass Lincoln bei seiner Vereidigung die angetretenen Unionstruppen, die das Ganze halt parademäßig, aber auch als Schutz, rein aus deutschsprachigen bestanden, die überhaupt nicht verstanden haben, worum es da geht. Die haben kein Wort verstanden, was Lincoln da eigentlich sammelt. Das finde ich, das sind so diese Fußnoten, Anekdoten in der Geschichte, die es einfach unfassbar spannend und lustig irgendwo machen. So, also ich gehe jetzt mal bei der Union rein. Ah, wobei, Südstaaten, Stonewall Jackson ist eine Legende. Ah, also, kommen wir in den Südstaaten. Wir machen mal ein Tutorial. Ich will erstmal wissen, wie das hier funktioniert. Wobei, wenn das jetzt so ein, machen wir Casual.
Ja. Was? Klicke Unit. Das ist doch gar keine Unit. Da ist die Unit. Aha. Also es ist ein rundenbasiertes Hexfeldspiel, da ist es sehr dicht an dem Spiel, das ich jetzt die Tage von denen hatte. Es ist auch von der Engine, sieht das sehr ähnlich aus wie dieses Assault on Arnhem. Ja, kommt, Kinder, das ist brauchen wir jetzt nicht. Komm, wir gehen mal ins Menü zurück. Wir machen mal richtig. Ja, wir machen mal richtig. So, ich wollte aber noch irgendwas erzählen. Achso, genau. Also, falls ihr da Interesse habt, Blumenau, ja, das ist so eine der großen Städte in Südbrasilien, wo eben sehr viele Deutsche sich angesiedelt haben. Und da ist eben dieses sehr große Oktoberfest. Mit dem Deutsch Village Park und sowas. Also, wenn ihr mal da hinkommen solltet, Brasilien ist nicht nur Copacabana und sowas, sondern in Südbrasilien ist auch sehr, sehr schön. Und da trifft man Leute, die sprechen. Also, ich hätte jetzt kein Problem mit der Sprache. Ich habe also diese deutschstämmigen Brasilianischen kennengelernt. Die sprechen auch so mein Dialekt. Also, ich habe da keine Probleme. Aber ich habe ja schon in Deutschland gemerkt, wenn ich jetzt in anderen deutschen Bundesländern bin, die haben ja hier schon Deutschland teilweise Probleme mit meinem Dialekt. Für die wäre es dann ein bisschen schwierig. Das ist aber ähnlich wie mit den Amish. Die sprechen ja auch mein Dialekt. Deshalb, ich habe auch schon Amish kennengelernt. Mit denen konnte ich mich problemlos verständigen. Während Amerikaner nebendran standen, US-Amerikaner, englischsprachige Amerikaner und kein Wort verstanden haben. Die wussten überhaupt nicht, was abgeht. Und ich habe mit den Amish übelst abgelacht. Das fand ich extrem geil. Gut, ich kann, ich habe, muss mal ehrlich sagen, die sind halt extrem gläubig, ja. Und damit kann ich hier halt gar nichts anfangen. Ja. Das ist so. Aber die hatten schon schöne Mädchen, gell? Gut, die hatten auch eine Menge Mädchen. Das muss man mal. Die haben halt einfach mal, die beschäftigen sich eher mit anderen Dingen als wir Deutsche. Also die Amish sind ja auch deutschstämmige Auswanderer. Und da die sich nicht großartig mit Computerspielen beschäftigen müssen, haben die oder mit Fernsehprogrammen, haben die sehr viel Zeit für ihre Sexualität auszuleben. Auch wenn sie darüber natürlich nie offen sprechen würden und das resultiert in ein großer, also im Vergleich zu Deutschland, ja, zu der hier lebenden Bevölkerung, sehr anständigen Fortpflanzung und daher haben die eine Menge hübsche Töchter gehabt. Aber ich hätte mir das nicht vorstellen können. Also nichts gegen den Bart und den Hut, damit wäre ich klargekommen, auch mit Kutschenfahren wäre ich klargekommen, aber jeden Tag beten, ah nee, also es hat alles Grenzen. So schön waren sie dann auch wieder nicht. So, Advance, komm, die machen wir platt. Machst du platt? Ja, uff, truff, du Wetter. Ja. Die stehen noch in Linie, die hacken wir nieder. Was ist das hier für ein Unglaublich. Kanonen. Einwandfrei. Wir müssen so schnell wie möglich die Kanonen platt machen. Also ich muss ja sagen, mir ist es persönlich ja lieber. Ja, bla bla bla. Settings. General. Ja, das interessiert gerade nicht. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn ich das umstellen könnte auf so taktische Zeichen für Infanterie, Reiterei und sowas. Das wäre mir lieber gewesen, als hier die Mannequins, so hübsch sie auch animiert sein mögen. Ja, das ist natürlich schwierig, aber wir haben sie aufgeklärt. Oh, Artillerie. Kann ich auf sie schießen? Warum kann ich nicht schießen?
Was soll das? Geht das nicht? Ein Mirakel. Das ist Generalseinheit, Brigadegeneral Evans. Den halten wir lieber in Bereitschaft. Ja. Was ist denn jetzt los? Der wird irgendwo geschossen. Warum springt das Spiel nicht automatisch dahin, wo geschossen wird? Also wenn der Infanterie die Linie steht, lässt sich von Reiterei eigentlich problemlos zersprengen. Die müssen ins Carré gehen, wenn sie das aufhalten wollen. Das haben die aber nicht gemacht. Ja, leichte Kavallerie ist egal, das ist ja nur Artillerie. Die machen wir platt. Ey, was soll denn das? Die kann man doch niederreiten. Ja, Kinder, schießen sollt ihr. Schieße! Machen die das jetzt nicht? Machen sie nicht. Fleebutze. Also, geh doch! Nett. Hervorragend. Wow! Was waren das für Verluste im Nahkampf? Was sind das für Artilleristen gewesen? Und sind die gedopt? Was geben sie denen zu essen? Unglaublich. Wir weichen hier mal aus. Oh, das ist nicht meine Verstärkung. Das ist schlecht. Kann man die Kanonen drehen? Da hat's Absitze. Das ist mal ein Dragoner. Hm? Komm, den geben wir ein paar. Truff. Das war jetzt aber irgendwie enttäuschend. Aber wir müssen den General da mal zur Seite schaffen. Warum kann er doch nicht schießen? Wo kann er schießen? Ja, ja. Das ist aber auch erbärmlich. Da eiern aber schon einige rum. Wir halten hier die Reiterei mal in Bereitschaft und ziehen die ab. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist meine Reiterei hin? Ach da. Ey, Alter! So nicht! Ey, was geht denn jetzt ab? Nein, ich will nicht angreifen. So. Alter, geht doch. Ja, ja, ja. Schießt sie weg. Das überzeugt mich eher nicht. Dann hat es wieder absitzen lassen. Captain Zunder! So, jetzt bringen wir die Reiterei hinter sie. Aber komisch, dass er immer so hüpfen will. Das kann nicht schießen. Bringen wir mal nach links. Die halten wir da in Bereitschaft. Die können da nicht schießen. Die machen so Verbindung. Oh.
Du kannst schießen. Ah, geh doch. Warum gehen doch jetzt nicht? Hä? Es geht mit euch. So. Ja. Drauf. Bajonett raus! Schießpulver ist was für Muschis. Der wahre Mann kämpft mit Bajonett. So, übrigens war das tatsächlich eine verbreitete Ansicht im Militär bis weit ins späte 19. Jahrhundert. Das ist kein Witz. Das ist jetzt auch irgendwie, sind die in Kolonneformation? Oder was? Die sind nicht in Linie, die sind in Kolonne. Warum sind die in Kolonne? Ja. Das ist mir alles recht. Na, ich will, dass sie in den Dingsbums sich in Linie oder so gehen. Also, the Brick General. Da kann man mal hier so aus dem Wald rausgucken. Aha, hab ich mir fast gedacht. Was? Wen habe ich denn vergessen? Achso, die eine Reiterei da ohne Geld. Ja. Das war ungünstig für General. Ah, ich bin wieder dran. Sehr schön. Platt gemacht. So, Marsch. So, jetzt kommen wir überraschend aus dem Busch. Zumindest hoffe ich das, dass es überraschend ist. Och Leute, das müssen wir noch üben. Das sag ich eure Mütter. Ja? Der Huckleberry Finn, ihr Mama, die kriegt das gesagt, dass der Bub nicht schießen kann. Ich könnte mir das Bajonett auspacken und überrennen. Auf der Seite. Irgendwo wird geschossen und die Kamera geht nicht automatisch nach dahin. Die muss ich abziehen. Die kriegen gerade die Packung. Jetzt habe ich es ganz verdrängt. Können die schießen und ziehen oder können die nur ziehen und schießen? Ich gehe das Risiko besser nicht ein. Frei. Die haben wir wegkanoniert. Den lassen wir aber mal dahin. Da kriegt er, wenn ich hier auf die freie Fläche ziehe, kriegt er ja von der Artillerie, aber die Packung, das ist ungünstig. Das Problem ist bloß, ich glaube, die Artillerie kann eh nicht wirken, weil die hier im Kamm und gedeckt vom Wald stehen. Aha! Was ist noch in Kolonne? So. Das könnte jetzt interessant werden. Was hat der jetzt schon wieder? Ey, Leute, echt jetzt? Ich bringe mal da mal Sicherheit. Da hüpft die Kamera immer irgendwie raus aus dem Bild. Was, den habe ich nicht gezogen. Lö.
Ja, habe ich doch. Ach, der General. Ja, okay. Ja. Irgendwo wird geschossen. Wo werden wieder geschossen? Ah, hier die Artillerie auf meine geschossen. Und hier wird gefeuert. Können die jetzt plötzlich nicht mehr schießen? Also, warte mal. Ich glaube, die haben keine Munition mehr oder was? Aber stürmen können sie auch nicht. Die haben wir nicht gezogen. Muss ich nicht verstehen. Den haben doch gar nichts gemacht bis jetzt, oder? Oder haben wir schon schießen lassen? Ja, egal. Geh doch. Ach so, wenn ich das drück, dann geht in der Runde nichts mehr anderes. Ah. Komm, lass mal die mal absitzen. Oh ja, Vorrücke. Finde ich hervorragende Idee. Irgendwo wird geschossen. Ach, da wieder. Egal. Oh! Oh! Oh, das ist ungünstig. Ist das super. Oh, 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 oh. Was bringen die denn alles mit? Sag mal.
Sehr schön. Leute, ey, echt jetzt, jeder hätte mal da rausschmeißen können. Die sitzen uns im Nacken. Sehr schön. Die haben da oben eigentlich eine schöne Position. Anhalte. Geh doch. Also, geh doch. Ich bin sau gut. So, nee, ernsthaft. Das war das Erste. Ich kniecht. Nee, müssen wir mal gucken. Wir gucken uns mal was anderes an. Mal Crowd Command. Ich will das mal angucken. Schöne Schlacht. Middleburg. Goose Creek. Victory Road. Komm, wir machen. Achso, das geht nicht. Das muss erst freigeschaltet werden, oder was? Achso, ich muss immer die... Ah, okay, ich muss erst das, dann... Okay. So, gucken wir mal. Wir haben hier Reiterverbände und Infanterie. Kanonen, Infanterie, Reiter... Also die Karte ist schon auch wieder klein. Wir gucken mal. Victory Road. Gut, es kann ja sein, dass das kann durchaus sein. Gettysburg. Kann natürlich sein, dass die erste Karte von so einem Kampagnenabschnitt immer ziemlich klein ist. Also es sind wirklich sehr winzige Maps, die dann aber mit jedem größer werden. Wir gucken mal. Wir hatten ja hier jetzt das erste Mal, ist das freigeschaltet. Wir gehen mal da rein, ob die schon größer ist als die davor. Nee, das ist auch wieder eine sehr kleine Karte. Also da muss ich sagen, da gibt es halt andere Spiele, die haben dann eine richtig schöne Karte, große Karte auch, das finde ich dann ein bisschen, das hier ist halt eher so Taktik, ja, das sind so diese Geplänkel auch, da treffen kleinere Verbände aufeinander, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, es ist ja durchaus möglich, dass meine Theorie möglicherweise stimmt, die Karten am Anfang, die ersten ein, zwei Fechte sind klein und dann ploppt das auf und dann kriegen wir halt die großen Karten mit vielen Truppen oder so, kann ja sein. Kann ich jetzt nicht beurteilen, macht aber auch erstmal nichts für unseren ersten Eindruck für das Infractor Games Archiv. Habenseite ist ganz hübsch gemacht. Also hübsch nicht wegen der Grafik, das ist mir auch klar, dass die sehr spartanisch ist. Aber ich meine im Sinne von, es ist sehr solide. Hexfeld-Taktik, was wir jetzt hatten. Steinschere Papier soweit. Wir haben Reiter, wir haben die Schützen, wir haben die Kanonen. Wir haben natürlich keine Nachschubgeschichten im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie was bauen oder Truppen rekrutieren, sowas. Ich habe halt das, was auf der Karte steht, plus halt Verstärkung, auf die ich offensichtlich irgendwie wenig oder keinen Einfluss habe, wann oder wie die kommt. Weiß nicht genau, ob das historisch dann beeinflusst ist. Also bei dem Anbieter, also von diesem Publisher habe ich ja jetzt schon ein, zwei gesehen, die sind immer ganz gut recherchiert, die geben sich da auch immer Mühe, dass das soweit passt, so was drumherum und so ist.
ist halt natürlich ein sehr trockenes Subgenre der Strategie, das ist mir auch klar. Also das ist wirklich ein Nischenprodukt für Connoisseurs, ja, also für Leute, die halt sowas auch genießen, die halt das nicht brauchen, die Bombastgrafik von Total War Schlachten oder ja, halt, oder wie, oder so Städtebau, Straßenbau wie bei Civilization und so Geschichten. Sondern die wollen das, die haben ihre Hexfelder, die haben ihre Runden und dann knobeln die das aus. Ich kenne das, den Reiz. Ich habe lange genug mich mit der Panzergeneralreihe im höchsten Maße vergnügt. Die sind natürlich noch ein bisschen, also Panzergeneral ist ja natürlich schon, man muss noch rekrutieren Truppen und die nimmt man mit die nächste Schlacht und die bildet man aus. Das ist natürlich schon alles ein bisschen mehr und noch größer und nicht ganz so auf so ein kleines Bereich oder auf so ein wirklich Konzentration aufs Wesentlichste wie das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Oder was wir auch in diesem Assault on Arnhem die Tage gesehen haben. Arnhem, also Deutsch Arnhem, die Tage gesehen haben. Ja, ich finde es in Ordnung. Ich habe jetzt nichts zu meckern oder zu maulen. Wenn man weiß, was man da kauft, dann gibt es hier eigentlich keinen Grund zu flennen. Das ist auch so Grundmacher, ist im Fakt der Games Archive, damit die Leute gucken können, aha, so ist das, so das kriege ich hier und das kriege ich eben nicht. Also bestimmte Dinge kriege ich hier nicht und dann können die Leute sich das genau überlegen, ob sie es dann kaufen oder nicht. Also, aber für diese Nische, für diese Hexfeld-Rundenstrategie finde ich das absolut solider Titel, hat mir gefallen. Ich zockel weiter ins nächste Spiel. Da sehen wir uns dann vielleicht wieder in dem Video dazu, wenn ihr mögt. Ansonsten, oder auch wie auch immer, oder generell, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.